Ja, hallo meine lieben Pfeifen-Grill-Freunde. Nachdem meine Tochter jetzt zum fünften Mal angesetzt hat, weil sie jedes Mal so lachen musste, hatte die Hose offen, sonst macht das meine Frau und die weist mich dann darauf ein, da ich nicht ganz filmtauglich bin, habe mich jetzt gerichtet so einigermaßen. Ne? Ja, wir wollten heute was auf dem, es ist der Muttertag, meine Frau hat sich gewünscht, dass mal alle Kinder im Garten sind. Wir wollen heute was auf dem Kugelgrill machen. Wir machen Spieße, selbstgemachte Spieße. Ich habe das Rezept von der Dr. Tommy heißt er, von der Grillshow, und Spieße aus Schweinenacken. Ich spare mir das ganze Vorarbeitgedöne, ihr wisst, wie sowas geht. Rappen und so, das brauche ich nicht immer vormachen. Tag vorher im Kühlschrank, da ist alles bei mir passiert. Ich will das nicht, ihr seid alt genug, könnt ihr selbst machen. Ich habe jetzt hier den, ach ja, Rippchen machen wir auch noch. Schöne selbstgemachte Spare Ribs. Die Silberhaut habe ich entfernt. Ich mache mir erstmal ein lecker Pfeifchen an und warte, dass der Grill aufhört zu qualmen. Tschüss. Ich trinke mir gerade hier ein Sünner Malz. Also ein Malzbier, was ich wirklich empfehlen kann. Das ist eine der ältesten Brauereien in Köln. Und das Malzbier von denen ist nicht so klebrig, wie man das sonst vom Malz kennt. Das ist richtig herb. Schöner Charakter, schöner hopfiger Charakter. Leichte, malzige Süße. Spitze, also eisgekühlt, wenn man mal keinen Alkohol trinken darf, und einziger Nachteil, es macht fett, ne? So, jetzt sind wir mal schon ein Stück weiter. Jetzt muss ich mal hier vorbeigehen. Ich habe was vergessen. Was habe ich vergessen? Meine super geilen neuen Grillhandschuhe. Ne? Die habe ich mir extra gekauft, weil ich mir schon mit so normalen Arbeitshandschuhen mal die Flossen verbrannt habe. Ich habe da so einen halben Minion drin gelegt, weil ich heute ein bisschen länger bin. Einen recht vollen Anzündkamin, pass auf, dass der, das fängt jetzt an hier. Ja. Weil ich ein bisschen Power haben will, will ich den ganzen Tag grillen. Ich bringe das mal weg. So, was nun, Fahrzeug? Ja, wir werden jetzt mal die Rippchen drauflegen. Ich tue eine Schale hier reinstellen. Fläschchen, ich trinke zwar kein Wasser, kann ich vielleicht noch ein Süßchen von machen. Ein Rotwein, der brennt noch nicht. So, lass mal die Öffnung nach hinten haben. Und hier ist mein Spezial-Grippchenhalter. Ihr wisst, wo es den gibt. Ich sag nur Dänemark. Habe ich natürlich gestern schon gerappt und eingelegt. Ich habe eine kleine genommen. Den dazwischen. So. Ja, was habe ich noch? Ich habe hier schöne Smoker Chips von Weber. Ein bisschen eingelegt in Flüssigkeit. Und die schmeißen wir mal da hinten rein. So. Machen eine Decke zu. Wie ihr seht, ich habe keinen Weber-Grill, sondern einen Grill von Jamestown. Das ist Marco Obi. Ist aber fantastisch, wie ich finde. Ich habe damit schon so viele Schweinereien gemacht und kann eigentlich das gleiche wie ein Weber, ein Edelstahlrost. Dazu machen wir vielleicht mal was anderes, später mehr. Jetzt machen wir wieder Cut und wir sehen uns später.